Hi, ich weiß ja nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Ihr habt ein Video aufgenommen und vergessen, die Kamera auszuschalten und nur den Fußboden gefilmt. Aber die ersten 30 Sekunden von dem Film sind gut, den Rest braucht er nicht, aber 1 GB ist weg. Und man könnte natürlich es wunderbar so machen, wenn man einfach nur die 30 Sekunden verlustfrei rausschneidet, den Rest wegschmeißt, spart man Festplatte. Oder ich will aus einem Film die Werbung rausschneiden, einfach nur Cut, Cut, weg ist die Werbung. Oder, was auch möglich ist, ich habe einen 90-Minuten-Film, ich will einfach nur 1 oder 2 Minuten zeigen davon, dass die Leute sich die Bildqualität und die Tonqualität angucken können. Als kleine Vorschau, keinen Action-Trailer à la Hollywood, sondern einfach nur diesen Film zeigen. Das ist möglich mit Lossless Cut. Auf meiner Seite habe ich dann hier die Links. Ich habe einmal das Lossless und wenn du ein bisschen mehr Features haben willst, zum Beispiel das AV de Mux, das kann auch. Da kannst du noch die Farbe ein bisschen anpassen. Falls es dir zu blass ist, kannst du einfach die Farbe ein bisschen reinhauen. Also da sind noch ein paar Features mehr. Ist natürlich auch ein bisschen schwieriger dann zu bedienen, aber man kommt sehr gut damit klar. Die Programme sind beide kostenlos. Ich stelle euch aber jetzt wirklich nur das Einfachste einfach mal vor. Mit einem Beispiel. Wir gehen dann über den Link auf die Seite. Das habe ich natürlich schon. Dann kommst du hier drauf. Wie gesagt, kostenlos. Hier ist für Windows, Linux. Ich glaube, das hier müsste für Handy oder so sein. Auf jeden Fall kann man das auch mit Handys machen. Wenn du andauernd so diese scheiß Videos dazu gesendet bekommst von deinen Freunden, lustige Katzen und du willst nur die Katze in der Mitte, die einmal so lustig lächelt haben, dann kannst du die mit dem Programm hier auch dann rausschneiden und den Rest, der müllt dir dein Handy nicht mehr zu. Das lädst du dann runter. Hast du dann hier, musst es dann einfach nur einmal entpacken und dann klickst du auf dieses Symbol. Das kleine Problemchen ist dann nur, du musst es, wo du es gespeichert hast, also runtergeladen und entpackt, da ist das Programm auch drin. Es nistet sich nicht auf dein PC ein wie die anderen Programme, die du dann hier über Windows Programme finden kannst. Du kannst es, wenn du willst, an die Taskleiste anpassen oder anheften. Würde ich auch empfehlen, dass du dann immer, wenn du es oft brauchst, dass du immer schnell rankommst. Aber wie gesagt, sonst kannst du dir manchmal wirklich einen Wolf suchen, weil du nicht mehr weißt, in ein paar Monaten, wo hast du das scheiß Programm gespeichert. Dann gehen wir mal da drauf. Es öffnet sich. Ich mach's mal groß. So. Hier kannst du dann dein Video einfügen. Ich suche jetzt mal mein Video raus. Ich nehme meinen Rollcontainer Werbefilm. Das hier mache ich mal weg. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ich musste das Video nochmal neu machen, weil meine Mutter reinkam und mich gestört hat. Ich habe keine Lust gehabt, das Video jetzt stark zu bearbeiten, sondern ich lade das wirklich einfach nur so hoch, ohne Schnitt, ohne Punkt, ohne Komma. Also wenn ihr Fehler hört, das ist live. Einmal angucken. Das Video ist es. Hin, reinziehen, fertig. So, weg damit. Jetzt gehen wir einmal auf Play. Ich will aber hier hinkommen. Und zwar, ich will das Video haben, ohne dass die Bilder eingespielt werden. Da kann man dann entweder hier mit zurückmachen, das ist dann aber immer nur in Sekündchenschritten. Oder ich kann jetzt erstmal grob hier hingehen, bis das anfängt. Bisschen zu weit. Ups. Und jetzt gehen wir in kurzen Schritten zurück. Hier möchte ich, dass das ETM angezeigt wird. Da soll es erst aufhören. Also, stopp, zu weit.
Na. Ich habe mich verklickt. Da ist es so. Okay. Da ich ja jetzt hier Anfang habe und hier ab hier weg haben will, brauche ich jetzt nur einmal rechts den Out-Punkt setzen. Ich setze jetzt hier rechts den Output. So. Bin irgendwie noch an der Tastatur rangekommen. Wenn ich das schneiden will, brauche ich nur auf die Schere drücken. Das Symbol oben hat schon angezeigt, dass der Film fertig ist. Ich kann es euch auch zeigen. Und hier ist er. Und zum Ende gehen. Fertig. Das war's schon. So schnell kann man mal eben was wegschneiden. Das kann man mit Rohmaterial machen. Das Schöne bei diesem Programm ist, im Gegensatz zu meinem Vorgängerprogramm, wo ich sogar noch Geld für bezahlen musste, das hat mich 30 Euro gekostet, konnte und kann nur WMV-Material schneiden, das natürlich sehr doof ist, weil bei meinem Premiere Pro CC ist ausgerechnet WMV kackt immer ab beim Rendern. Blacky, hörst du jetzt mal bitte auf? Das kann man alles hören. Nimm dein dummes Stück Brot. Du brauchst den Leuten nicht zeigen, dass du eine arme Sau bist, die Trockenbrot fressen muss und sich noch aus der hintersten Ecke rausholen muss. Und das Problem ist dann jetzt nur, dass mein WMV, wie gesagt, gar nicht mehr geht. Aber wenn ich jetzt einen Film aufnehme, dann ist es ein MP4 oder in ACHVD. Ach, was weiß ich, wie das heißt. Auf jeden Fall das Sony-Format, MTS und was weiß ich. Dieses Programm kann sehr viele Formate einfach schneiden und nicht nur WMV. So, du kannst natürlich hier auch noch in einen anderen Codec umwandeln. Das macht der sehr, sehr gut. Besser als diese Online-Video-Codecs-Programmierungen, die du Format umwandeln und so weiter, wo das Video hinterher so schrecklich aussieht. Manchmal verhagelst dir das Video einfach so, dass du kein 16 zu 9 mehr hast, sondern was weiß ich, also Mickey-Maus-Bildschirm. Und das kann ich euch ans Herz legen. Es kostet nichts. Es ist einfach zu bedienen. Du hast vielfältige Möglichkeiten. Kannst auch ein Bildschirmfoto machen. Habe ich jetzt mal eben. Und mehr brauche ich persönlich jetzt nicht. Wenn du mehr Features haben willst, wie zum Beispiel, du möchtest die Farbe jetzt hier noch anpassen, ist alles ein bisschen blass und so weiter. Da kannst du mit Avi Demux, ist auch auf meinem Blog zu sehen, kannst du das dann einfach auch dir antun und da ein bisschen mehr bearbeiten und hast ein bisschen mehr Gestaltungsfreiraum. Es gibt auch so Programme, die zum Beispiel, die, wenn du jetzt einen Film aufnimmst, die haben ja mittlerweile nicht so wie früher einmal Werbung in der Mitte vom Film, sondern mehrmals. Da kannst du dann die Werbung rausschneiden und sagen wir jetzt, du hättest jetzt hier überall die Werbung und dann kannst du das auch noch zusammenfügen. Das ist natürlich auch dann schwierig, weil was nützt dir das, wenn du jetzt mal hier die Werbung rausschneidest in der Mitte? Dann hast du ja 3, 4, 5, 6, 7 Teile. Guckt sich ja auch keine Sau an. Allerdings könntest du es dann in ein anderes Format mit deinem Videoschnittprogramm einfach zusammenfügen machen. Ist möglich, aber es gibt auch, die das automatisch machen. Ich glaube, dieses Programm hier setzt nur einen Anfangs- und einen Endpunkt. Ich glaube nicht, dass das anders auch geht, sondern wirklich nur so. Und bei mir ist es ja so, ich muss meine Filme manchmal teilen. Das ist dann hiermit auch möglich, um sie überhaupt anbieten zu können. Manche Seiten verlangen da bestimmte Formate beziehungsweise bestimmte Größen nur. Und da ist dann das Problem,
Du willst nicht unbedingt mit deinem Videoschnittprogramm eine Stunde warten, bis der Film fertig geschnitten ist. Da ist so ein Programm hier einfach Gold wert, weil das innerhalb von ein paar Sekunden ist das fertig. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Das sind wirklich absolut kostenlose Programme, wo ich, soweit ich weiß, keine Schadsoftware mit drauf gemacht wird, weil es wirklich von offiziellen Seiten kommt, also dieses Lossless Cut auf jeden Fall. Bei dem AVD Mux, da kann ich euch das jetzt wirklich nicht sagen, aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass man hier mit dem AVD Mux einfach auch noch mal ein bisschen was am Video verändern kann. Es könnte sein, dass man hiermit auch Werbung rausschneiden kann und das zusammenfügen kann. Ich habe mir das allerdings jetzt nicht so genau angeguckt. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten mit den Formaten. Und es ist ein mächtigeres Programm. Wie gesagt, leider auch ein bisschen schwieriger zu bedienen, aber wer schaut einem kostenlosen Gaul ins Maul? Weil diese Programme hier, die kannst du durchaus auch für 30 Euro kaufen und sind nicht mal annähernd so gut. Und dann gibt es noch welche, die nennen sich dann Smart Rendering. Also da, wo du schneidest, am Anfang und am Endpunkt wird dann smart gerendert. Ich will gar keinen rendern, ich will einfach nur einen echten Cut. Als wenn ich ein Videofilmmaterial, ein Foto einfach durchschneide, ein Blatt Papier abschneide, einfach einen harten Cut und dann das Blatt sofort weiter benutzen, sprich den Film und nicht stundenlang warten. Ich hoffe, euch damit ein bisschen geholfen zu haben.